Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem lüden WZ113er. Absolut geile DPM-Maschine. Sehr, sehr oft genutzt im CW. Was kann der 113er und was kann er nicht? Er hat eine schlechte Gun Dispersion. Extrem geile Gun. Was Alpha und Pen angeht. Er hat Weak Spots hier am Turm. Unterplatte, er kann schlecht Sidescrapen. Hat hier oben die Coppolas. Also, ja. Wie habe ich ihn ausgestattet? Moment, die Gun mal ganz kurz, bevor wir hier drauf gehen. Ich habe die Dispersion gegenüber der Aimtime getradet. Warum? Mit dem wollte er nicht lange stehen. Also ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. So ist das Setup für mich am brauchbarsten. Müsst ihr selber entscheiden, was für euch brauchbar ist. 370mm Heatpen, absolut OP. Holy shit, das Ding rasiert doch alles durch. Wo er ein bisschen Drawback hat, ist bei der Munition. Er hat relativ wenig Munition, gerade wenn es beim Carrying angeht. Da könnte ruhig mal sehr, sehr low laufen. Pen Boost, Refined Gun. Der Rest ist Standard. Würde sagen, quatsch schon gar nicht lange, ne? Rest ist halt einfach Standard. Wir schauen mal rein, was so geht. Mit dem WZ kann man relativ gut aggressiv spielen. Man kann sehr, sehr gut Halldown spielen. Ist halt kein E5. Ja. Mal ganz kurz hier zum Setup. Die haben drei Heavys, die werden crossen. Kinderwaffe hinten. Zwei Mates. Ich fahre hier mal in die Mitte, mache hier immer den Mittelspot erstmal und versuche mich dann über B zu orientieren, also außen lang auf der Minimap C Richtung B zu fahren. So, let's go. Wir haben selber zwei Mates dabei, ein Kinderwaffe, ein Jagdtiger, E100, okay. Ich fahre hier mal in die Mitte. So, 7,9 Sekunden Aimtime, Aimtime Session. Reloadtime, absolut geil für die Gun. Also jetzt hier natürlich durch die Mobilität. Dann mal schön snappy. Schöner, schöner Snap. Er hat mich gar nicht aufgemacht. Ich versuche jetzt hier die Sichtweite auszunutzen von dem Dude. Nice. Da aimen wir mal durch. Kann er einfach gerafft, dass da was los ist. Ich habe hier irgendwas gespottet. Ich habe den gespottet, oder? Und dann noch was? Warte mal. 3, 2, 1, Shot. Leider nicht. Okay, oben E5 ist natürlich. Oh, boy. Oh mein. Schade. Dachte ich, kriege hier einen Schuss. So, E5 hier oben. Sehr, sehr unlucky. Ich stelle mich jetzt hier halt down. Will ich hier rausfahren? Ich glaube schon. Mach mir den Gefallen, ich stelle mich hier auf Tracks. Und fahre hier zurück. Ich fahre jetzt hier rein. Jetzt, der E5 muss jetzt runter leiden, dass wir. Der E5 muss raus. Oh, sorry, dude. Wir haben hier einen Schuss gebounced. Ist raus. Schade, dude. Ich dachte, ich kann ihn hier shielden, aber nevermind. Oh, steht schon 3-1, okay. In der Runde ist nichts mehr zu machen. Die Runde ist GG. Ich kann jetzt hier noch versuchen, das 268 hinter mir irgendwie abzufangen. Aber ich glaube, das wird auch nichts mehr. Ne, er pusht hier direkt drüber. Fahren wir jetzt hier entgegen. Naja, packt mich halt easy irgendwie. Kinderwerfer auch schon am Start, hey. Hat gedroppt, nice. Ein Schuss gedroppt. Einen noch gemacht. So, 3K. Sehr, sehr stark. Das Team ist hier sehr, sehr zerflattert. Kein Plan, wie die das auf die Reihe gebracht haben. Okay, so. Okay, einfach mal. Haben wir hier eine ES8. Warum bin ich hier rausgefahren? Na, ganz kurzer Gedanke dazu. Ich wollte hier den Alpha unterstützen gegen den E5. Wenn der E5 hier halt down spielt, kannst du diesen ganzen Bereich komplett vergessen. Deswegen war es mir jetzt auch wert, hier reinzufahren. Unser ES8 natürlich absolut lost, der Dude. Der Dude ist richtig lost. Naja, so Teams hat jeder mal passiert. Wir haben A gecapped und B. Das fährt kein Halt Richtung A rein. Aber ist eh durch. Ja, ein 100 kann jetzt hier auch nichts mehr dran ändern. Come on, da ist. Ja, Kinderwaffe halt, ne? Das Ding ist eh durch. Oh Mann, platz doch endlich mal, Dude. So.
Kurz mal zum WZ und zu der Map. Über die Mitte könnte extrem viel Map-Control generieren. Ich weiß nicht, was unser Team hier links fabriziert hat, weil hier eigentlich nur ein 215B war und ein T57er. Der Rest war alles bei uns, ne? Von dem her kein Plan. Come on, die. Gut, schauen wir gleich mal zum Hinteren. Passiert jetzt natürlich mal. Mein Gott, ist halt so. Dann können wir mal die ganzen Gedankenansätze verfolgen. Auch wieso ich wo, wie hin aim und sowas. Ja. Wir haben unseren Damage gemacht. So, Setup habe ich schon erklärt. Wo ich tendenziell was vermute. Ich hüpfe jetzt hier mal rein. So. Schaut mal, wohin ich aim. Der Tank ist hier. Ich aim aber hier hin. Wo ich ihn erwarte, dass ich ihn treffen kann. Deswegen treffe ich ihn auch. Ah. Was passiert hier auf der Minimap? Badgett hier viel zu aggressiv. Der Alpha mit mir hier. Und der Rest, das hat jetzt ich nicht am Schirm, die pushen nicht. Ah, jetzt passiert erstmal nichts mehr. So. Der Schuss war unlucky. Aber ich habe auch wieder vorgeaimt. Er war jetzt natürlich ein bisschen... Ich wollte ihm eigentlich in die Tracks schießen. Um ihn zu pennen. So. Jetzt passiert... Das, ich stelle ihn hier auf Kette und fahre dann rein. So, warum fahre ich rein? Ich sehe schon, okay. Wir müssen ihn hier rausbringen. Ich koste, was es wolle. Der kann uns hier komplett abfarmen, ne? Das 268 war jetzt natürlich ein bisschen unlucky. Ja, genau in dem Moment. Aber ich fahre von oben ran, dass er seine Unterplatte mir gar nicht winkeln kann, ne? Und er hier fährt viel zu aggressiv. So. Gib ihm meinen. So, und was mache ich jetzt? Ich halte meine Gun zwischen ihm und... So. Gehen wir mal ganz kurz hier. Zack. Also, ich will ihn hier safen. Ne? Deswegen, was mache ich? Ich fahre einfach da in den Schuss rein. Und kann ihn hier im Endeffekt nochmal safen. Er macht das jetzt natürlich schlecht. Die Dudes stehen hier oben schon drauf. Ich so. Dachte, ich kann ihn hier shielden. Hab's nicht gerafft, dass er so steht. Von dem her, ich wollte mich da jetzt auch nicht komplett exposen. War einfach, na, unlucky. Und im Endeffekt jetzt, da ist jetzt dann eigentlich nur noch GG, ne? Unser Team hat das links verpasst zu pushen. Und ich kann jetzt hier eigentlich auch nur noch hier Schüsse austeilen. Versuche natürlich hier dem 268 entgegenzukommen, sodass er nicht runterfährt. Warum soll er nicht runterfahren? Er kann mir hier so und so pennen, ne? Oh, ganz kurz, er pennt mich jetzt einfach in der Oberwand. Ich versuche nur meine Gun reinzuhalten. Aber es wird nichts, ne? Also er kann mich hier pennen. Von dem her ist es wurscht, wo ich stehe. Und jetzt, was ich jetzt mache, ist im Endeffekt die ganzen Wracks ausnutzen. Alpha steht jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig im Weg. Und deswegen platze ich jetzt auch. Da war jetzt aber auch nichts mehr zu machen, selbst auf der Minimap, wir haben die komplette Map-Control verloren. Und da kannst du halt auch nichts mehr tun dran. Von dem her ist das Gefecht auch sehr, sehr eindeutig ausgegangen. Wir hatten sehr, sehr unerfahrene Spieler dabei. Warum müssen wir hier unseren IS-8 anschauen? Sehr, sehr unerfahren. Der Alpha hätte es besser wissen müssen, aber okay, auch kein überragender Spieler. Von dem her, naja. Aber WZ... Absolute DPM-Maschine. Fahrt ran, bringt das Spiel zum Gegner. Und dann habt ihr auch echt Spaß dran. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es war wieder hilfreich für den einen oder anderen, was meine Gedankenprozesse dahinter waren. War jetzt natürlich in der Runde relativ wenig, verhältnismäßig wenig, weil das Team so schnell auseinandergefallen ist. Ich wollte jetzt einfach nur noch mein Damage haben. Deswegen habe ich auf die Full-Life-Targets geschossen, wo ich mit AP, beziehungsweise mit der normalen APCR einfach durchkomme, ne, und nicht irgendwo vielleicht bounce. Gut. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.